So, und damit ein recht herzlich willkommen hier zurück auf unserem Kanal bei einem kleinen, ja, ich sag jetzt mal, Einspieler von Resident Evil 8 von The Village. Wir spielen heute die Demo. Heute ist Sonntag, heute dürfen wir für 8 Stunden lang, oder wir haben 8 Stunden lang Zeit, die Demo für 30 Minuten zu spielen. In der letzten Woche hatten wir ja die Möglichkeit, The Village, sprich das Dorf, zu spielen. Leider ist bei mir da die Aufnahme ein bisschen kaputt gegangen, deswegen habe ich leider nichts davon gehabt. So, das soll aber jetzt erstmal nicht uns davon abhalten, uns hier im Schloss umzusehen. Gut, wir haben insgesamt, ja, 30 Minuten Zeit. Nach den 30 Minuten ist wirklich vorbei. Weinglas. Gefundene Schätze finden Sie im Inventar. Also, wir haben hier wieder eine Grundmunition oder eine Grundausstattung, was schon mal geil ist. Herstellen. Wir können auf jeden Fall verschiedene Sachen wieder herstellen mit Kraut und Chemikalie sowie Munition. Wichtiges, da haben wir noch keine wichtigen Objekte. Und wir haben ein Weinglas. Lady Dimitris blutrotes Weinglas. Sehr wertvoll. Okay. Oben rechts sehe ich, gibt es eine. Was ist das? Oben rechts. Eine Währung? Lei? 5000 Lei haben wir. Was wir damit machen? Kein Schimmer. So, sollen wir uns erstmal ein bisschen bei der umschauen. Wir scheinen hier in dem. Ja. In dem Bettraum? Irgendwie, wo sie schläft, zu sein. Gehen wir erstmal weiter gucken, was uns hier noch so eventuell erwartet. Ja, wir haben vor, Resident Evil, wenn es rauskommt, zu spielen, der Steve und ich. Und wir haben da eventuell ein kleines Special vor am 7.5. Jetzt müssen wir aber erstmal wissen, wann das Spiel wirklich für uns in Deutschland spielbar ist. Lasst euch auf jeden Fall ein bisschen überraschen, was da eventuell noch auf euch zukommt. Ich will jetzt noch nicht zu viel verraten, aber es könnte interessant werden. So, wir sind jetzt hier in so einem Wohnzimmer? Vorraum? Keine Ahnung. Wo man Kaffee und Kuchen trinken kann. Könnte. Warum ist da Blut? Warum ist da überall Blut? Ja, ist einladend. Ich finde das toll. So gar nicht. Aber wir gucken mal weiter. Von der anderen Seite verschlossen. Ja, schön, 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 schön. Was können wir denn jetzt hier machen? Was war das? Hier hat jemand geklatscht. Alter, habe ich mich erschrocken. Okay, also, wir haben den Kamin. Als ob ich jetzt da reingehe. Ja, okay, wir gehen jetzt einfach mal da rein. Wir spielen ja anscheinend Ethan. Ethan Winters. Und krabbeln in einen Kamin. Why not? Klar. Jetzt legen wir uns einfach hin und krabbeln weiter. Diese dreckskleine Ratte, ey. Ja, also wir spielen Ethan Winters. Wir haben ja auch letzte Woche The Village gespielt. Ganz ehrlich, The Village hat mich leider, beziehungsweise das Dorf und auch so das erste Gameplay, hat mich noch nicht so ganz überzeugt. Muss ich ganz ehrlich gestehen. So das Thema auch mit den Werwölfen, oder ich schätze mal, es geht um Werwölfe und Vampire. Ah, schwierig, schwierig, schwierig. Aber, ich sage jetzt mal von der Atmosphäre her, mal wieder mega. Vom Thema her, muss man mal gucken, was da draußen auch passiert. Okay, also wir haben jetzt einen Ring. Wir haben rostigen Schrott. Und mit diesem Ring können wir jetzt hier dran vorbei. Durch die Geheimtür. Okay, wir sind ja auch in einem Schloss. Schlösser können natürlich Geheimgänge haben. Ja, das ist natürlich das Geile daran. Aber ich will mal ganz kurz erstmal gucken. Wir haben jetzt hier noch was anderes eingesammelt. Ring mit rostrotem Auge. Ein Edelstahl in Form eines Auges ist lose in diesem Ring eingebracht. Er ließe sich sehr leicht entfernen. Okay. Okay, jetzt haben wir das rostrote Auge. Ein bräunlicher roter Edelstein in Form eines Auges. Cool. Also, es gibt anscheinend auch wieder eine Karte. Gut. Schlaf gemacht, da sind wir gewesen. Hier haben wir noch den Dietrich, den haben wir noch nicht. Da sind wir lang gekrabbelt. Und jetzt sind wir hier vorne. Gut.
Medizin. Nee, Chemikalie. Chemikalie können wir aber nutzen, wenn wir ein Kraut hätten, um, ja, Medizin herzustellen. What the fuck? Wo haben Sie Rose hingebracht? Fuck. Genau, Ethan Winters. Ethan Winters ist auf der Suche nach Rose. Irgendwie will ich da noch nicht lang. Warte mal, wir können ja rennen. Ich würde gerne noch mal ganz kurz hier hinten schauen, ob ich hier auch wirklich alles mir angeschaut habe. Oder ob ich hier noch irgendwas vergessen habe. Wie zum Beispiel diese wunderbare Schublade. Da gibt es nämlich Schießpulver. Das finde ich schon mal awesome. Ach, und ich kann jetzt die Tür... Ah, verstehe. Jetzt können wir die Tür hier auch aufmachen. So, ich würde gerne Dietrich finden oder irgendeine Kleinigkeit. Um die Schubladen zu öffnen. Hier blinkt doch was, oder? Was ist denn das da? Ach, okay. Ich kann es nicht aufmachen. Und das scheint hier ein Rätsel zu sein. Ah, okay, hier kann ich Sachen einfügen. Jetzt ist die Frage, das sieht aus wie... irgendwelche Ampullen? Okay. Also das Auge wird da nicht reinpassen. So viel sei schon mal gesagt. Untersuchen. Finde der... was? Was stand da? Finde der 4 Engel Antlitz und du wirst errettet. Okay. Wenn du dazu sagst, dann glaube ich dir mal. Also, grafisch sieht es natürlich optimal aus. Ich spiele das Ganze hier auf der PlayStation 4, weil nur für die PlayStation... gibt es ja das Spiel. Also für die PS5 und die PS4. Ich habe leider Gottes nur eine PS4. Und ja, dadurch, dass wir das gerne zocken wollen, der Steve und ich, werden wir, oder dachten wir uns jetzt einfach mal, dass einer zumindest von uns beiden Resident Evil die Demo aufnimmt. Und ja, ich habe mich jetzt mal dazu bereit erklärt, das mal zu machen, ne? Deswegen spiele ich jetzt hier Resident Evil die Demo. 5. Januar, Redneck-Lieferung. Ein Mann, drei Frauen. 28. Januar, Miranda-Treffen mit Lady Dimitris. 1. Februar, der Duke. Geschäftsgespräch. Okay. Der Duke. Duke of Hazard. Okay. Why not, why not? Kann ich hier eigentlich das kaputt... ach, ich muss das kaputt machen, damit ich da rankomme. Ich verstehe. Okay. Na, dann gehen wir ja gleich nochmal. Na, dann gehen wir nochmal glatt nochmal zurück. Ich bin von hier gekommen, richtig? Nein, ich bin nicht von hier gekommen. Ich bin... achso, gibt's hier wirklich noch was? Ich mache einfach alles kaputt. Ja, das ist mir wurscht. Ja, Hauptsache, ich komme an meinen Loot ran. So, weil hier war nämlich auch was. Ein Kristallfragment. Muss ich die Kristallfragmente hier einsetzen? Warte mal, ich habe ja jetzt eins gefunden. Nö. Ach so. Ist ja jetzt nicht nur alles, was ich da machen kann. Ich kann da bestimmt auch... nee, ich kann nicht wechseln? Okay. Okay. Ja, ich hoffe mal, dass ich so viel wie möglich von der Demo jetzt hier so mitnehme. Den... Alter. What the fuck? Wer ist er denn? So sieht man sich wieder. Duke, was machen Sie hier? Das Duke? Wenn es was zu verdienen gibt. Und, hast du deine Tochter gefunden? Nein. Nein? Wenn sie wirklich hier ist, hält die Herrin des Hauses sie doch sicher in ihren privaten Gemächern fest. Denkst du nicht? Dimitrescu? Genau die. Sieh dich doch mal dort um. Vielleicht hast du Glück. Apropos umsehen, brauchst du irgendwas? Ja. Stets zu Diensten. Erzähl mal, was hast du denn? Eine Werkstatt. Bitte sieh dir auch meine neuen Waren an. Na, zeig nur deine neuen Waren. Beim Duke können, das habe ich jetzt leider nicht gelesen. Ah, okay, dafür ist also die Währung Feuerrate.
Ach, damit kann ich meine Pistole verbessern. Okay. Naja, komm, wir haben ja die Kohle. Hm? Was? Ah, schon gut. Das war's. So, was können wir noch machen? Waren? Okay, wir könnten jetzt hier noch... Was ist das denn? Zusatzkoffer erhöht die Anzahl der verfügbaren Inventarplätze. Nice. Oh, ich hätte doch die... kaufen sollen. Egal. Das Messer ist ausverkauft. Ach komm, ich nehme noch ein bisschen... Mich gar nicht. Ja, ganz ruhig, Schuh. Ich nehme mal ein bisschen Munition nehme ich noch mit. So für einen Tausender. Ah, 1050. Gerne. Noch etwas? Nee, alles cool. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Was kann ich hier machen? Okay. Hier könnte ich irgendwas einsetzen. Ich weiß nur nicht was. Also, erstmal ist der Duke sehr groß. Sagen wir mal, er ist sehr groß. Und, ja. Ich soll jetzt, was soll, also ich soll jetzt die Gemächer suchen. Die Gemächer von Dimitrescu, ja, wie auch immer sie heißt, oder es heißt, oder er heißt. Das soll ich jetzt suchen. Und wir werden das hier kaputt machen. Aha, Inventar öffnen. Warum? Achso, ich kann jetzt Sachen herstellen. Ich könnte jetzt mir hier zum Beispiel so eine Arznei herstellen. Cool. Ein Stück weißer Mineral aus der Region. Ich hätte jetzt die Sachen wahrscheinlich auch... Warte mal. Ich bin so blöd. Ich verschwende so viel Zeit. Ich gehe jetzt nochmal kurz zurück zu dem Duke. Ich will mal die Sachen gucken, ob ich die verkaufen kann. Und für wie viel ich die verkaufen kann bei ihm. Weil, wenn ich jetzt da ordentlich kriege... Willkommen. Alter, ich schlafe nie ein hier, Junge. Ankauf. Ja, nice. Weinglas. Ja, nice. Nö, Pistolenmunition will ich nicht. Das will ich eigentlich auch nicht ihm geben. Das passt schon so. Das sollte reichen. Sieh es als Investition, Ethan. Ja. Alles gut. So, jetzt kaufen wir uns nämlich mal die hier. Natürlich geil. Und gleich nochmal ein bisschen... Einmal Munition. Nächstes Mal. Ja, bis nächstes Mal. Wir werden uns wiedersehen. Ich habe einen Schuss. Ist ernsthaft? Okay, ich habe ein paar mehr Schuss, aber gut. Okay. Also haben wir die Sachen jetzt verkauft. Wir gerne. Ja, ich muss hier vollkommen durchraschen, weil das ist krass. Wie gesagt, die halbe Stunde. Du kannst dich nicht gemütlich mal hier umschauen oder so. Das funktioniert nicht. Sondern du musst schon echt gucken, dass du vorwärts kommst. Okay, hier gab es nochmal Kohle. Da passiert nichts. Okay. Was können wir sonst noch hier machen? Nichts. Ich bin umsonst jetzt hier fünfmal hin und her gerannt. Den Raum hätte ich auch vorher clearen können. Das ist ein bisschen... Ah, das war jetzt nicht gut koordiniert. My friends, this is not a good coordination. What the fuck? Ich muss dazu sagen, ich habe die erste Demo, die allererste, die es nur für die PlayStation 5 gab, die habe ich nie gespielt. Das heißt, ich habe mich auch da überhaupt nicht spoilern lassen. Muss ich ganz ehrlich gestehen, ich habe mir davon echt nichts angeschaut. Einfach um so viel wie möglich hier mitzunehmen und einfach selbst erleben zu können. Ich weiß jetzt nicht, wie die anderen das gemacht haben. Ich glaube, der Steve, der macht das ähnlich. Der lässt sich nämlich auch, glaube ich, überhaupt nicht spoilern. Und einfach, damit wir das Erlebnis wirklich zusammen genießen können. Mit euch. Ja, und hier geht's nicht weiter. This is Kogge. Und dann gehen wir nochmal hier nach oben. So, wir sollen ja immer noch die Gemächer von Dimitris finden. Das ist die Frage, wo sind die Gemächer? Hier ist der Wine Room. Hier gibt es wieder Chemikalien. Hier gibt es wieder was zu lesen. Das lese ich mir später durch. Das werde ich mir in der Aufnahme im Nachgang nochmal angucken. Weil wir wollen ja, wie gesagt, so viel wie möglich mitnehmen.
Okay, hier kann ich das nicht verwenden. Kann ich das hier kaputt machen? Nope. Okay, gut. Ist jetzt der Wine Room. Wir brauchen aber das... Oh, hier müssen wir was zum kaputt machen. Immer noch die Gemächer. Die Gemächer? What is this? Okay, kann ich das Auge einsetzen? Okidoki. Und jetzt? What the fuck? Was ist das? Ey, 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 schlag dich! Verbrenn dich, keine Ahnung. Die sind in deiner Haut, in deiner Hand. Ich habe lange keinen Mann mehr aufgeschlitzt. Wieso aufschlitzen? Ich fessel dich. Schlitz dich auf. Kannst dich mal anschlicken, Alter. Willst du tot oder lebendig verspeist werden? Ich will gar nicht verspeist werden. Wie wär's denn damit? Oh, wirklich? Ja, wirklich. Scheiße, ich kann hier nichts machen. Fuck you. Njam, njam, njam. Lass mich in Ruhe. Alter, was ist mit dir verkehrt? Ich kann mich kaum noch beherrschen. Ja, 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 ja. Wir sind ganz schnell weg. Die Alte, die ist aber... eine fiese Nummer. Fies, fies, fies. Okay, hier gibt es wieder was zu lesen. Oh, warte, wir gehen mal hier kurz durch. Drei Seiten. Jo, jo und jo. Damit wir nachher was noch haben zum Gucken. Ne? Ihr könnt währenddessen übrigens pausieren. Ne? Ihr könnt euch das Ganze in Ruhe durchlesen. Ich selbst werde jetzt nicht mehr verfolgt. Anscheinend. Ich selbst werde mir das auch nachher nochmal in Ruhe durchlesen. Weil... wie gesagt, wir haben nur die halbe Stunde. Danach hört es einfach auf. Hatte ich letzte Mal bei dem Dorf auch. What the fuck? Alter. Die ist ja gefühlt 5 Meter ist die groß. Okay, also wir sind jetzt hier in... ja, was ist das? Weinkeller ist es? Ja. Ja. Keine Ahnung. Was soll das sein? Also ich gehe auf gar keinen Fall hinterher. So viel sei schon mal dazu gesagt. Die ist ja mal einfach mal, wie gesagt, 5 Meter groß oder was? Wie soll ich denn gegen die ankommen? Mit meinem Popelmesser hier? Wieso? Alter, warum ist denn das alles so riesig? What the fuck? Kann ich hier irgendwas machen? Okay. Muss ich die Dinger hier anzünden irgendwie? Tü-tü-tü. Nope. Okay, kann ich hier hinter irgendwie noch lang? Nope. Okay, dann gehen wir wieder nach oben. Ey, ich sehe schon, komm, ich... also beim letzten Mal war es ja so, du konntest ja, wenn du bei dem Dorf irgendwie das Rätsel gelöst hattest, da gab es ja irgendwie, da musstest du... hallo? Okay, es geht nicht weiter. Da musstest du so Sachen suchen, um das Tor zum Schloss zu öffnen. Und wenn du das gefunden hattest, war die Demo vorbei. Okay, wenn du die halbe Stunde aufgebraucht hast, so wie wahrscheinlich ich heute, was mir jetzt gleich passieren wird, dann ist einfach Pech gehabt. Ja? Dann war es das. What the fuck, was muss ich hier machen? Also ich bin jetzt hier unten. Kann hier... Trust in Light. Kann hier die Lampe schlagen. Kann ich hier irgendwas anderes noch machen? Außer die Lampe schlagen? Ah, guck mal, ich muss die doch dahin bringen. So, und jetzt noch hier hin. Nein. Komm mal her hier. Komm mal her hier, ja. Pendel dich mal aus. Ja, ja. So, wieso kriege ich dich da nicht hin? So, ist doch halbwegs, oder? So? So. Nein. Nein.
Ich will, dass du da hingehst. Da. Geht doch. Meine Fresse, Alter. Das war jetzt aber auch tricky as hell. Ja, hallo. Wo sind... Oh Gott. Das ist zum Scheißen. Und hier lebt jemand seinen... Ja, ich sag jetzt mal Fetisch aus. Okay. Klebt überall getrocknetes Blut dran. Jawollo. Das liest man gerne. Das ist doch alles... Ist das euer fucking Ernst? Was ist das für ein Folterkeller hier? Alter, was war das? Oh. Leck mich am Arsch. Okay, also die Türen schließen sich mal wieder selber. Das finde ich in jedem Horrorspiel super. Super gut, wenn sich die Türen einfach selbstständig schließen. Und... What the fuck? Was ist euer... Alter, was ist euer Problem? Okay, hier gibt's wieder... Okay, kann ich nicht... What? Hier gibt's... Ich dachte, hier gibt's Medizin, was ich aufnehmen könnte. Irina, gesunder Appetit. Melina, gesunder Appetit. Luis, gesunder Appetit. Ingrid, instabil, teils übertrieben, aufgeweckt. Okay. Ein bisschen übertrieben, okay. Ja, hallo? Und wer ist das? Ja! Leck mich am Arsch. So. Ich habe jetzt eigentlich schon fast genug von der Demo. Das ist ja mal... What the fuck? Was schleift hier? Wer oder was? Hallo? Okay, hier unten liegt was. Metallreste. Nice. Aber ich bin auf jeden Fall definitiv nicht alleine hier. Das ist meine Vermutung. What? Ich gehe jetzt mal hier rein. Mach das Tor zu. Was ist mit euch verkehrt, Freunde? Ja, komm her hier. Ficker, ihr kriegt alle eine Ladung. Was ist das? Alter, warum steht ihr denn alle wieder auf? Keine Munition mehr. Keine Munition mehr. Keine Munition mehr. I'm running. Run, boy, run. Ich renn mal hier weg. Oh, what? What? Kann ich hier irgendwie hin? Nein, kann ich nicht. Alla, alla. What the? Was seid ihr für Freaks? Okay, okay. Wir gehen einfach weg. Wir gehen einfach. Ich hab nichts. Verfolgen die mich? Die verfolgen mich nicht, ne? Nein. Ihr verfolgt mich Cassandra nicht. Cassandra kriegt aber auch nichts alleine geregelt. What the fuck? Was nutzt du, ihr kleiner Mist? Kleine Nervensäge. Wieso bin ich denn jetzt die kleine Nervensäge? Wie wär's mit gar nicht? Hallo? Hehehehe. Was kannst du dreckig lachen? Alter, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, habe ich gesagt. Lass. Ja, starkes, männliches. So verlockend.
Ja, weg von dir. Alter. What the fuck? Okay. Okay. Ich habe jetzt keine Ahnung. Also ich habe ein Ergebnis. Schwierigkeitsstandard. Abschlusszeit 21 Minuten und 26 Sekunden. Das heißt, ich hätte eigentlich noch 8 Minuten und ein paar zerquetschte auf der Uhr. Ich bin verwirrt. Und zwar richtig verwirrt. Also, what? Im Endeffekt wollte ich da gar nicht hin. Ich habe jetzt wieder das Spiel durch, also durch, Spiel, haha, die Demo. Aber ich wollte noch eigentlich in Ruhe alles andere erkunden. Dieser Zeitfaktor macht einen richtig kürbar. Du hast gar nicht genug, also du kannst während der Spielzeit der Demo, kannst du gar nicht das Spiel an sich genießen. Du kannst dir gar nicht irgendwie mal so einen Überblick verschaffen, wie das Ganze aufgebaut ist, wo du was finden könntest. Ich habe zum Beispiel den Dietrich nicht gefunden. Ich gehe von aus, ich hätte wahrscheinlich wieder einen Schraubenzieher oder so finden müssen. Dann hätte ich wieder die Schubladen öffnen können, einem drum und dran. Dadurch, dass du aber nur diese 30 Minuten hast, musst du versuchen, so viel wie möglich abzudecken. Und das ist krass. Ja, das soll es für heute gewesen sein mit der Demo. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, auch wenn es wieder recht kurz war. Und ja, wir sind wirklich, der Steve und ich, mega gespannt, wie das Endspiel nachher aussieht. Und wie gesagt, lasst euch überraschen, was am 7.5., wenn das Spiel wirklich am 7.5. erscheint, dann passiert. Damit ihr keine weiteren Folgen verpasst, lasst ein Like da, lasst einen Comment da und abonniert unseren Channel auf jeden Fall. Und dann werdet ihr auch sehen, was euch am 7.5. erwartet. Bis dahin sage ich erstmal, reingehauen!